Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, was ist denn da bei VW los? Herbert Diess ist zwar immer noch Konzernchef, aber seine Verantwortung für das Glanzstück, das Herzstück von VW, die Kernmarke VW, die musste er abgeben. Die Gründe, die geliefert werden, sind, es hat wohl Animositäten zwischen ihm und dem Aufsichtsrat gegeben. Auch sein Verhältnis zu Gewerkschaften ist nicht das allerbeste, mit den Arbeitnehmervertretern auch bei VW. Und so manch unterstellt ihm, ihr seid zu forsch aufgetreten bei der Politik und hätte nach Kaufprämien auch für Verbrennungsmotoren nachgefragt. Und die Politik, die wollte aber einfach nicht liefern, weil sie sich auch zu stark bedrängt fühlte. Sein Ansinnen ist zwar verständlich, weil VW immer noch einen sehr starken Verbrennungsmotoranteil hat und einen nur sehr kleinen, bisher nur sehr kleinen E-Motorenanteil, aber es hat eben nicht geklappt. Aber der wirkliche Grund liegt wohl darin, es sind zwei Gründe, dass bei zwei großen Projekten bei VW es einfach nicht stimmt. Da haben wir den Golf 8 und den ID3. Golf 8, das ist die klassische Legende, die Fortführung der Legende. Ja, die Seele der VW-Kernmarke ist der Golf. Da muss es laufen, aber da gibt es Softwareprobleme und damit eben auch Auslieferungsprobleme, Produktionsprobleme. Das kann man nicht gebrauchen. Aber auch beim ID3, das ist quasi der Golf 8 auf E-Mobil-Ebene, da gibt es auch Probleme, auch Softwareprobleme. Da ist man nicht vollständig lieferfähig und das ist natürlich nicht positiv in einem Szenario der Autobranche, das ja zwei Probleme kennt. Erstens, man kämpft ja ohnehin mit diesen Strukturproblemen, den Transformationsproblemen, weg vom Verbrennungsmotor hin zur E-Mobilität, dann irgendwann hoffentlich auch zur Brennstoffzelle. Aber genauso wichtig, zweitens, vielleicht noch schlimmer, ist natürlich im Augenblick die Corona-Krise. So mancher, der arbeitslos ist oder dem Arbeitslosigkeit droht, hat doch andere Probleme, als ein neues Auto zu kaufen. Aber die Autos kaufen wollen, die wollen natürlich, dass das Auto auch geliefert werden kann, dass sie bedient werden können. Das Schlimme ist ja auch, dass die Kaufprämie des Konjunkturpaketes in Deutschland nur für E-Autos gilt. Und wenn man hier mit dem ID3 nicht vollständig lieferfähig ist, ist das sehr negativ. Da könnte sogar Stammkundschaft verloren gehen. Wie geht es jetzt weiter? Also das Führungschaos muss man definitiv bei VW in den Griff bekommen. Man muss da einen Modus wie Wendy finden, dass man irgendwie miteinander klarkommt. Sicherlich darf Herr Diess, der jetzt auf dem Präsentierteller steht, kein neuer großer Fehler passieren. Aber der Neue, der jetzt VW führen wird, Herr Brandstätter, dem ist zuzutrauen, dass er auf jeden Fall die Probleme bei der Kernmarke in den Griff bekommt. Er hat ein gutes Verhältnis zu den Gewerkschaften, zu den Arbeitnehmervertretern. Das hilft immer. Man muss ja auch dazu sagen, die Arbeitnehmervertreter bei VW, die haben auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, Jahrzehnten so manche Kröte schlucken müssen, haben sehr unternehmerisch gedacht, damit VW weiterkommt und wollen ja auch alles dafür tun, auch seitens der Arbeitnehmervertreter natürlich, dass die Beschäftigung gesichert wird mit der Produktion des Golf 8 und dem E-Mobilitätsauto ID3. Also durchaus eine positive Sache, definitiv. Und wenn man das hinbekommt, dann bin ich mir auch im Kurs der VW-Aktie überhaupt nicht bange. VW hat ja toll geliefert, seit dem Tiefpunkt März bis aktuell 70% plus, deutlich stärker als der DAX. Das ist schon eine starke Leistung. Und wenn Herr Brandstätter die Probleme im Griff bekommt, kann das auch weitergehen. Dann kann VW als der größte Autohersteller der Welt auch weiterhin mit innovativer Technik vorne mit dabei sein. Nur, das ist auch ganz klar, Herr Brandstätter muss sich immer das alte Motto von Julius Caesar an die Wand pinseln. Ich kam, sah und siegte. Er muss siegen, ansonsten hat er ein Problem, aber ich glaube, er hat gute Chancen zu siegen. Also bei VW sollte es eigentlich längerfristig weiter aufwärts gehen.